Der mutmaßliche Auftragsmord an einem Georgier in Berlin hat zu einem diplomatischen Schlagabtausch mit Moskau geführt. Die Bundesanwaltschaft vermutet staatliche Stellen in Russland oder Tschetschenien hinter der Tat und hat den Fall offiziell an sich gezogen. Das Auswärtige Amt erklärt daraufhin 2 Mitarbeiter der russischen Botschaft in Berlin zu unerwünschten Personen. Zur Begründung heißt es, die russischen Behörden wirkten nicht ausreichend bei der Aufklärung des Mordes mit. Moskau kündigt Vergeltungsmaßnahmen an. Der Georgier wurde im Sommer im kleinen Tiergarten in Berlin von einem Fahrrad aus erschossen. Er soll in Tschetschenien gegen Russland gekämpft haben. Laut Bundesanwaltschaft wurde der 40-Jährige von russischen Behörden als Terrorist verfolgt. Ein 49-Jähriger sitzt wegen des Mordes in Untersuchungshaft.